Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Ja, das haben wir heute immer voll, den wir verarbeiten. Dessen werden wir unser Häckselgut in das Lager fahren und dann raus aufs Feld fahren und dort die letzten paar Meter abarbeiten. Weil die warten noch was, ne? Und das, ja, indessen kann ich mal kurz auf 15 gehen, Geschwindigkeit, weil das würde dann im Prinzip die Arbeit beschleunigen. Und dann könnten wir ein bisschen Zeit gewinnen. Natürlich wird sofort auf Einzelgang, wenn es trocken wird, dann geht die Sogenannte los. Ne? Also laut meinen Hoffnungen ist es vielleicht so, ne? Schauen wir mal. Erstmal kippt man das hier gut rein ins Lager, das passt noch gut rein, denke ich mal. Und dann werden wir sehen. Ob noch trocken wird, ne? Parameter ist voll, hexagonmäßig, also die Million ist erreicht. Silage ist noch nicht voll, ne? Also das ist einzig. Das sind im Prinzip zwei Kammern, ne? Also Silage ist ja nicht abhängig davon, wie viel Hexagon reingeht, ne? Nur wenn ich Silage wieder rausfahre und da kann man wieder weiterverarbeiten, ne? Aber wir mal sehen, ob wir das Feld geerntet kriegen und dann sehen wir ja weiter. So. Das ist mal wichtiger, dass da die Häcksler entsprechend ja, freigestellt werden lassen können. Ne? Also hier Kursplay, Arbeit fertig und dann erstmal boah, erledigt. Das Silo ist voll, also da geht nichts mehr rein. Ein bisschen mehr wie 4 Millionen Liter. Das nenne ich mal nicht schlecht. Und später geht hier los mit Abfahren. Ja, Silage zur BGH theoretisch. Ne? Und wenn das nicht reicht, dann halt ins globalen Markt. Ne? Das soll ja ziemlich zügig gehen, auf gut Deutsch. Ne? Wir haben nur noch eine Bahn hier und den Rest. So, Tempomat ist 9, das passt. Sehen, dass wir nachher entsprechend ja auch mit trocken wird. Ich hätte es nicht geschafft, auch wenn es um 3 trocken gewesen wäre, Mais und Sojabohnen mit dem selben Transporter abzuernten. Den mindestens noch 3-4 Sachen zu haben müssen. Gerade bei Mais ist ja extrem viel. Na, geht Licht an, 18 Uhr, trocken? Nö. Dann können wir morgen entsprechend das andere Feld sehr wahrscheinlich extra. Sehr wahrscheinlich. Glück haben, können wir beide Fahrzeuge mit, ne? Aber ob die genug Platz ist für alles, das ist nur fraglich. Doch immer das Beste. Nichts trocken. 19 Uhr. Obwohl ich glaube nicht mehr dran. Milch ist auch alle. Ja, das ist gemein. Kriegen wir nichts fertig. Nicht mehr beide Bahnen.
Aber nutze ich auch nicht, ne? Auf zum Lager erstmal. Und morgen, im Laufe des Tages vom Lager, dann abkippen Richtung, ja, 3 Meter, ne? Geht ja nicht anders. Bundesfeld 38 abgeschlossen. Bis auf einen kleinen Rest. Ah, das schaffe ich auch noch. Ja, jetzt müssen die Kühe eigentlich umgestaltet werden. Ich muss auf Wechsel gut noch Platz schaffen, ne? Weiß ja nicht, wie viel Soja das Häcksel gut bringt, wenn es überhaupt die Häcksel lässt, ne? Das war die nächste Frage. Das ist die nächste Problemchen, ob das trocken wird, das ist eigentlich das Beste. Ich hätte im Grunde schon mit der Häcksel gut arbeiten müssen, mit ein paar Meter, gleich zum Anfang, aber ich hab's ja gehofft, dass es, oh, der Milch fährt wieder. Oben den Rest davon und dann vom Feld und dann 19 Uhr trocken wird? Ich glaube eher nicht. Ich glaube schon nicht mehr dran. Obwohl, wir können ja mal ganz kurz gucken. Und zwar gehen wir rüber. Ist trocken. Runter auf 1. So. Ist trocken. Wahnsinn. Shit. Kein Fahrzeug frei. Auf Feld. Dings wollte ich mit 2 Fahrzeugen arbeiten. Wir können auch schon mal einstellen. Das ist Feld Nummer. Nicht 13. Das ist Feld. Ich glaube 47. 8. Ne, nicht 8. Schön. Karte wollte ich gucken. 47, ne? Ja, 47. Dann Feldmodus, Kursgenerierung, Feld 47. 2 Fahrzeuge, Vorgewende machen wir 2. Das macht zusammen 4. Das passt. Uhrzeiger sind Vorgänge beginnen auf. Ja, ja, passt. Kurz berechnen lassen. Zurück. Den zweiten Drescher nehmen. Und der zweite. Dann nehmen wir den bei Holland dafür. Das ist ja egal. Ein bisschen blöd, dass er reingefahren ist, ne? Da trickst du mir aus. Müssen wir einstellen. Dass der mit der KI rausfährt, ne? Aber nicht so. Ja, weißt du was, das ist mir egal. Da haben wir keine Zeit für. So. Oh, 30 war nicht. Der Verkehr gedrückt. Das ist der Wahnsinn. Achso, ja. Oh, nee, nee, nee. Auch für das Beste, ne? So,
einklappen. Hier in Erntefeld 13 nicht. Ersten Wegpunkt. So, aktiviert. Rechts. Dann ist der grüne. Dann ist der grüne links. Ersten Wegpunkt. Links. Einsteigen. Ohne bitte mal arbeiten. So, er gibt da nicht viel Ertrag. Und einstellen. Aktiviert 100 Meter. Müsste eigentlich warten normalerweise. Na, tut er jetzt aber, okay. Jetzt noch den anderen gleich einstellen, im Nachbarfeld. Hauptsache die arbeiten erstmal, ne? Das ist mal wichtig. Wo ist er? Mach Licht an, Junge, mach Licht an. Ja, den Sojaernte, ne? Bist du? Da. Versteckt hier. So. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es hängt ja viel dran, ne? Letzte Chance zur Ernte. Gibt mehr Licht? So. Ja, das ist ungünstig, aber gut soll's. Umstellen auf den Drescher und dann aufklappen. Fangen wir hier vorne an. Die Ecke. Raps ist gut, ne? Ist geblüht. Wenn Vollschuss oben gewesen. So. Den Kurs werfen wir mal ganz kurz. Kursgenerierung, Feldnummer 42, Vorgewende Nummer 2, ein Traktor, ein Drescher, Glück, einstellen. Passt hier alles? Passt. Auf den versetzt. Tank. Halb voll. Ja. So, mal gucken mal kurz hier. Feldnummer 47. Blauen Lager. Ja, globaler Markt. Ne, weg damit. Entlassen. Den Rest rauskippen. Eine Möglichkeit.
Wenn er sich auf nur 42 verirren sollte, ist das kein Problem, weil dieselbe Frucht. Und reparaturbedürftig, ne? Tanken müsste auch. Okay, wird schon reichen. Dach. Und nicht viel rein. Jetzt mal da draußen, da wird ein Level gefahren. Feld um Euro. Und Ablern. Ablern. Markt. Die Tulik ist jetzt. Ja. Nicht leer, aber den Rest haben wir halt im Lager rein, ne? Klar würde die Verarbeitung jetzt bei hoher Geschwindigkeit besser laufen, aber ich sage, hat ja keinen Zweck. Wir wollen ja die Ernte reinkriegen. Ne? Mit dem LKW werden wir auf 42 fahren. Die haben wir noch. Oh, wir haben noch. Das muss ja auch noch weg. Dann fährt ja auf 42. Bringt ja nichts. Da muss ich auch den LKW fahren wegen Lager. Ich meine, gut, die Mengen werden nicht so groß sein. Ja, leider ist dunkel, aber es geht nicht anders. Mir wäre es lieber auch hell, aber es sagt Regen an. Also laut Vorhersage hätte, dann müsste heute Nacht um 0 Uhr Regen kommen. Und da haben wir noch ungefähr 4 Stunden Zeit, die Ernte einzuholen. Ne? Das kippen wir kurz aus. Und dann steigen wir gleich ein. Und haben den LKW weg. Den Rest Mais holen, ne? Feld 42 haben wir dafür. Jetzt das Feld. Haben wir das gar nicht angeschlossen? Nö. Doch. Und Action. Und wir werden gleich uns auf den Weg machen, letzten Häckselgut holen. So, Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal, vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, die Spannung geht weiter. Auch wenn es dunkel ist, leider ist mir das auch nicht recht. Aber das geht heute nicht anders. Denn weil, wenn das nass ist, dann ist Soja vorbei. Dann ist Soja, also Soja, Bohnen, ja. Hinfällig, kann man sagen, ne? Ich fahre es in einem globalen Markt, da ist mich immer lieber, weil nochmal irgendwie verkaufen zu wollen hier auf der Karte wäre ein bisschen, ich will nicht sagen zu aufwendig, aber wäre extra eine Aufgabe, ne? Denn ich müsste erstmal ein Lager fahren, dann schauen wir, wer am besten zahlt, und das ist ja jetzt zur Erntezeit sowieso nicht der Fall. Also werden wir da mal kurzfristig so machen, ne? Also, ich sehe nichts, ne? Seht ihr was? Wo ist der LKW? Scheiße. Das ist 47, hat die erste Runde gefahren. Unterwegs. Ein Spiegel sehen wir mehr, ne? Ja. Aber hier müssen wir nur zwei zwischen beiden vorbeifahren, also zwischen drinnen, dann laden die ja gleich auf. Dann ist er gleich erledigt. Dann können wir die beiden Häcksler erstmal freistellen, dass die erstmal das ist super. Das hat mal so schön geklappt. Gleich den anderen gleich entsprechend einspringen. Ne?
wir gerne vorne abkippen, ne? Bei mir ist recht, Hauptsache ist leer. Wüste. Hier in Österreich haben sie mal eine Leiche gefunden, und zwar auf dem Feld. Blöderweise lag der Mais. Das soll kein schöner Anblick gewesen sein. Aber gut. Das ist jetzt typisch. Jetzt bist du hier. Aber die kann ich nicht brauchen, ne? Der geht dafür nicht. So. Wo ist der andere? Oh, der fährt nämlich sinnlos. Das ist super. Den lasse ich mal stehen bis morgen früh. Das. Ich habe jetzt eh keinen freien Anhänger da. Beziehungsweise müssten den von der Kühe nehmen, und das will ich jetzt nicht. Bis halt alles umgemogelt ist, werden wir uns um den anderen kümmern, ne? Im Grunde stehen die am Stau. Muss ich so wegnehmen dafür. So. 20 Uhr. Unkraut wächst. So, liebe Schauer. Oh, schon zu Ende. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich glaube, schon mal gemacht. Und tschüss. Und ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter mit der Sojaernte. Leider im Dunkeln. Aber geht auch vorbei. Tschüss.